Hey, hier ist Steffen Kirchner, schön, dass du reinschaust. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hey Steffen, ich hätte gerne eigentlich mehr Geld, dann sagen sie damit eigentlich, ich hätte gerne mehr Freiheit. Ich wäre gerne freier, ich hätte gerne mehr Freizeit, wäre finanziell gerne unabhängiger und so weiter. Das heißt, das, was Menschen suchen, ist eigentlich immer ein Gefühl. Und das wirkliche Gefühl, das wir im Kern suchen, ist das Gefühl von Freiheit. Aber Freiheit ist abhängig von einem bestimmten Mindset, das wir brauchen. Und genau darum geht es in diesem Video. Denn die Menschen haben zwei zentrale Mindset-Fehler, Einstellungsfehler, mit denen sie ihre Freiheit im Leben zuverlässig verhindern. Und zwar auf der einen Seite die innere Freiheit, also die emotionale und mentale Freiheit, dass sie sich also frei fühlen. Aber auf der anderen Seite auch die äußere Freiheit, also wirklich die materielle Freiheit, dass sie wirklich frei sind. Und diese zwei Einstellungsfehler werde ich dir in diesem Video erklären. Und du wirst einen ganz konkreten Tipp von mir bekommen, wie du sie vermeiden kannst und wie du tatsächlich ein Mindset entwickelst, mit dem du innere, aber auch äußere Freiheit in deinem Leben deutlich besser und schneller verwirklichen kannst. Also, hol dir was zu schreiben, schau dir das Video komplett an und ich wünsche dir viel Freude damit. Los geht's! Ja, alles, was wir Menschen im Leben so suchen, ist ein Gefühl. Alles, was der Mensch tut, jedes Verhalten, alles, was wir untertags tun, ist der Versuch, uns besser zu fühlen, um ein gutes Gefühl oder ein noch besseres Gefühl zu verwirklichen. Und dieses Grundgefühl, das jeder Mensch im Leben sucht, ist das Gefühl von Freiheit. Das Problem ist bloß, wir suchen nach etwas, wo wir gar nicht so sicher wissen, was es eigentlich ist. Was ist denn Freiheit? Frag mal Menschen oder frag dich doch mal selber, was ist denn Freiheit so für dich? Ich habe das die letzten Jahre sehr, sehr oft gemacht. Und ganz oft kommt auf die Frage, hey, was ist denn für dich eigentlich Freiheit? Kommt die Antwort, naja, Freiheit ist für mich, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Auf diese Antwort werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ob das wirklich Freiheit ist und ob das so eine gute Definition, ein gutes Mindset für Freiheit ist. Aber lass uns zuerst mal auf die andere Seite schauen. Was ist denn Freiheit auf alle Fälle schon mal nicht? Freiheit hat viel mit dem Wort müssen zu tun. Die meisten Menschen haben das Gefühl, ich muss zur Arbeit, ich muss Geld verdienen, ich muss fleißig sein, ich muss aufmerksam sein, ich muss die Erwartungen anderer erfüllen, ich muss perfekt sein, ich muss allen recht machen, ich muss stark sein. Wir haben ganz, ganz viel Müssen in unserem Kopf. Dieses Müssen haben wir teilweise von außen bekommen, manchmal haben wir es auch selber entwickelt. Und je mehr Müssen ein Mensch im Leben hat, desto unfreier fühlt er sich tendenziell eben auch. Das heißt, das Müssen ist der Grund, ja, ist die Grundeigenschaft oder der Hauptverhinderungsgrund, besser gesagt, der Freiheit. Wir leben in so einer, ich nenne das eine Umzuhaltung. Umzu meine ich, wir machen immer nur etwas, nicht weil wir es machen wollen, sondern weil wir damit etwas anderes erreichen wollen. Wir tun etwas, nicht weil wir es tun wollen, sondern umzu. Um etwas zu tun oder um irgendwo hinzukommen, wo es dann besser ist als davor. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin vor einigen Wochen, habe ich einen Freund in München abgeholt und wir wollten durch den Englischen Garten einen schönen Park gehen. Und da war eine nette Frau und die hatte zwei kleine Kinder dabei. Die waren so, ich würde mal sagen, so 3, 4, vielleicht 5 Jahre alt. Und diese Kinder waren total begeistert. Ja, es gab alles Mögliche zu entdecken, die Wiese und die ganzen Blumen und da war ein Baum und da war ein bisschen Wasser und da war eine kleine Pfütze. Und die, ich weiß nicht, ob du Kinder schon mal gesehen hast, die finden ja alles total geil und sind überall neugierig und detektiv. Die waren total begeistert, einfach dort, wo sie waren. Und diese Frau war ungeduldig, sie wollte unbedingt weiter. Dann hat sie gesagt, komm, wir müssen jetzt weiter, jetzt hier nicht nochmal rummachen, jetzt komm weiter. Und diese Kinder haben irgendwann, einer von den beiden Jungs, der Ältere, hat dann irgendwann gesagt, ja, aber warum denn? Warum müssen wir jetzt weggehen? Ich will hier bleiben. Und hat die Mutter gesagt, ja, aber hier ist es nicht so gut, weil wir müssen doch jetzt weiter. Wir sind doch hier rausgegangen, weil wir zum Onkel Maximilian wollen. Ja, aber warum? Warum wollen wir denn jetzt? Ich will doch hier bleiben. Nein, aber Onkel Maximilian ist doch viel besser. Da bekommen wir das und das. Und das ist diese klassische Umzuhaltung. Wir gehen nicht raus, weil wir rausgehen wollen, sondern wir gehen nur raus, weil wir dann irgendwo hinkommen wollen, wo es dann besser ist. Und das ist jetzt nur eine Symbolik.
Das ist ganz häufig so bei dem, was wir im Leben tun. Wir tun nicht die Dinge, die wir wirklich tun wollen, sondern wir tun sie als Mittel zum Zweck, weil wir irgendwo hinkommen wollen, weil wir glauben, es ist dann besser. Die meisten Menschen machen ihren Job nicht deswegen, weil sie ihren Job machen wollen, sondern weil sie glauben, wenn sie ihren Job machen, werden sie irgendwann mehr Geld verdienen oder sie werden irgendwann in einer höheren Position sein und so weiter. Und dann werden sie irgendwann ein schöneres Leben haben, ein besseres Auto haben oder an einem schöneren Ort wohnen und dann irgendwann ihren Lebensabend genießen können. Das heißt, wir tun die Dinge immer nur um zu. Und wir warten immer auf diesen Moment des Glücks und der Freiheit in der Zukunft. Und wir verkaufen unsere Freiheit im jetzigen Moment. Wir opfern um die Freiheit im jetzigen Moment, um die Sicherheit zu kaufen, die wir in der Zukunft uns erwarten, nämlich die Sicherheit, dass wir dann irgendwann frei sind. Das heißt, wir bezahlen die prognostizierte, die eventuelle Freiheit der Zukunft oder die Sicherheit der Zukunft mit der Freiheit von heute. Ich glaube, es ist ein großes Verbrechen auch, egal ob es bei Religionen oder in der Politik oder in der Wirtschaft oder wo auch immer ist, es ist ein großes Verbrechen, es ist eines der größten Verbrechen an Menschen, ihnen zu erzählen, sie zu schulen, sie dahin zu erziehen, dass man sagt, es gibt etwas Besseres als den jetzigen Moment. Diese Menschen immer in dieser Hoffnungshaltung nur zu halten, so wie es Leben momentan ist, kannst du es nicht wirklich genießen, tu das, was du tust, auch wenn es dir nicht gefällt, damit du irgendwann an den Punkt kommst, wo das Leben dann wirklich schön ist. Stell dir mal vor, du bist irgendwann gestorben und kommst dann nach oben oder nach unten, je nachdem, was da so dein Glaube ist oder wie auch immer du es siehst. Und dann triffst du dort irgendjemand, der dort so mehr oder weniger die Tür aufmacht. Und dann fragen dich die du dort dann triffst, wenn du dann mal gestorben bist. Hey, und? Sag mal, wie war es denn so im Himmel? Ja, also was ich dir damit sagen will ist, welchen Beweis hast du eigentlich dafür, dass das, wo wir momentan gerade sind, dass das nicht schon der Himmel ist? Vielleicht haben wir hier himmlische Umstände, bloß wir schaffen es nicht, das als Himmel zu empfinden, das Leben wirklich zu genießen. Wir schaffen es, eine Hölle draus zu machen, gerade auch in uns selbst. Und das hat viel mit diesem Müssen zu tun, weil wir einen Anspruch formulieren, weil wir Erwartungen an uns selbst formulieren, die unser Leben zur Hölle machen. Und weil wir auch eine Vollkasko-Mentalität aufgebaut haben, wo wir uns versuchen, gegen jedes Risiko abzusichern. Das ist auch ein Einstellungsfehler. Wir versuchen uns gegen Gefahren, gegen Niederlagen, gegen Rückschläge, gegen Verletzungen, gegen Probleme immer weiter zu versichern. Wir bauen uns praktisch eine riesige Mauer um uns herum auf, wie in einem Schloss mit dicken, dicken Wänden, dass wir geschützt sind vor jeglicher Art von Angriffen. Und die Mauern, die dich hier schützen, sind die gleichen Mauern, die dich auch einsperren. Und die meisten Leute verpassen es, eine Tür einzubauen mit einem Schloss. Manche haben sogar eine Tür in ihren Mauern, aber sie haben vergessen, dass sie selber den Schlüssel haben, dass sie rausgehen könnten und warten darauf, dass irgendjemand kommt und sie befreit. Sei es die Politik, sei es der Chef, sei es der Ehemann, sei es die Eltern, die Kinder oder irgendjemand. Es wird niemand kommen. Du bist derjenige, der rausgehen muss. Also, befreie dich vom Müssen. Dieses Müssen hat allerdings jetzt, und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, dieses Müssen hat eine ganz, ganz große, oder dieses Befreien vom Müssen hat eine ganz, ganz große Falle. Denn viele Menschen meinen immer, ich muss dieses, ich muss jenes, ich muss sonstiges und so weiter. So viel, wie du glaubst, dass du musst, musst du gar nicht. Überleg dir bloß mal, wer hat dir denn das gesagt, dass du das alles musst? Und du wirst feststellen, aha, vieles muss ich gar nicht. Ah, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem zweiten Fehler, zu dieser Gefahr. Denn jetzt kommen viele Menschen von der einen Seite des Extrems, ich muss, ich muss, ich muss, auf die andere Seite des, ein Scheiß muss ich. Ich muss gar nichts. Kennst du diesen Satz? Ich muss gar nichts im Leben, außer vielleicht sterben. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Aus meiner Sicht ist es Bullshit. Warum? Rein theoretisch ist es grundsätzlich richtig. Natürlich musst du gar nichts. Wenn du aber frei sein möchtest, zum Beispiel materiell, wenn du zum Beispiel frei sein möchtest innerlich, wenn du Ziele erreichen möchtest, also wenn es eine Absicht gibt, dann gibt es dafür auch Spielregeln. Das heißt, dann musst du. Ist doch klar, wenn ich im Sport erfolgreicher werden möchte, dann muss ich trainieren. Das ist nicht anders möglich. Wenn du innerlich freier werden willst, ruhiger werden willst, friedlicher werden willst, dann musst du mit deiner Vergangenheit Frieden schließen, anderen Menschen verzeihen. Das musst du. Das heißt, Ziele, Vorhaben sind an Bedingungen geknüpft. Wenn du keine Ziele hast, wenn dir alles egal ist im Leben, dann musst du rein theoretisch nichts.
Beim Müssen gibt es einen ganz entscheidenden Faktor, der dein Mindset bestimmen sollte. Und dieser entscheidende Faktor ist, dass du das Müssen unterscheidest. Auf der einen Seite in ein fremdbestimmtes Müssen, das heißt ein von außen auferlegtes Müssen, und ein selbstbestimmtes, ein selbstgewähltes Müssen. Das heißt, um auf diese Definition zurückzukommen, was Freiheit bedeutet. Ich habe dir ja gesagt, wenn du die meisten Menschen fragst, was ist denn für dich Freiheit? Dann sagen viele, dass ich den ganzen Tag tun und lassen kann, was ich will. Hey, ganz ehrlich, die meisten Menschen, wenn die wirklich tun könnten, schau mal in die Welt, wenn die meisten Menschen das tun könnten, was sie wirklich wollen, die ganze Zeit, viele würden ziemlich viel Dummheiten machen, oder? Menschen sind nicht gewohnt, mit Freiheit umzugehen. Viele Menschen haben es nie gelernt, mit Freiheit umzugehen. Und wenn man ihnen das dann gibt, dann machen sie Dummheiten damit. Schau allein mal im Bereich Geld. Wenn du Menschen so viel Geld gibst, wie sie haben wollen, dann machen sie viele Dummheiten damit, weil sie nicht gelernt haben, mit so einer Menge an Freiheit und Energie umzugehen. Und so ist es in allen möglichen Bereichen. Das heißt, es geht bei der Freiheit nicht darum zu sagen, okay, wenn ich frei bin, heißt es, ich kann tun und lassen, was ich will. Nein, sondern es geht um einen ganz anderen Aspekt. Und das ist das zentrale Mindset. Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich bin ein für mich gefühlt wirklich freier Mensch. Ich bin finanziell frei. Ich bin auch mental, emotional sehr frei. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine Abhängigkeiten in meinem Leben habe. Kann ich den ganzen Tag tun und lassen, was ich will? Nein. Ich habe Abhängigkeiten. Ich trage Verantwortung. Verantwortung für meine Mitarbeiter. Verantwortung für meine Seminarteilnehmer zum Beispiel. Denn es gibt viele Verantwortungsbereiche, die ich habe. Ich habe Versprechen gegeben. Manche Leute brauchen mich. Mein Unternehmen braucht mich auch. Mein Unternehmen läuft nicht ohne mich, ganz klar. Jedenfalls bisher noch nicht. Das ist eine Abhängigkeit. Das heißt, von dem Aspekt her bin ich nicht frei. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, diese Abhängigkeit, diese Unfreiheit habe ich selbst gewählt und selbst entschieden. Das heißt, es ist eine selbstbestimmte Abhängigkeit, die mich somit emotional nicht unfrei macht. Ich fühle mich nicht unfrei. Freiheit ist in erster Linie ein Gefühl, kein Zustand, den man messen kann. Das heißt, bei dem Müssen, das du im Leben hast, und ich habe einiges an Müssen auch, ich muss dieses, ich muss Videos aufnehmen, Podcasts aufnehmen, Seminare vorbereiten, Seminare halten, von A nach B fliegen, mich um meine Mitarbeiter kümmern, ich muss Gehälter bezahlen. Okay, aber dieses Müssen habe ich selbst gewählt. Niemand anderes von außen hat mir das aufgetragen. Ich tue das nicht, weil ich die Erwartung von jemand anderem erfüllen will. Das heißt, Freiheit hat mit Selbstbestimmung zu tun, dass ich das Müssen in meinem Leben selbst wähle. Und somit wird das Müssen zum Wollen. Und das ist der Mindset-Wechsel. Prüfe, welche Müssen oder was, wo hast du überall Müssen in deinem Leben? Mein Tipp für dich ist also, mach dir eine Liste und schreib mal auf, was du alles in deinem Leben so musst. Ich muss dieses, ich muss jenes, ich muss Gehälter bezahlen, ich muss zur Arbeit gehen, ich muss das, ich muss das. Und schau mal, ob du das wirklich musst oder ob du dir nur hast sagen lassen, dass man das so muss, weil man es halt so macht, weil andere sagen, das muss man doch so tun, weil es Etikette ist, weil es jeder macht, weil es in der Gesellschaft so angesehen ist. Also ist das wirklich ein Müssen oder ist das eher ein Sollen von außen? Sagen anderen, dass du das sollst und du meinst dann, dass du es musst. Wenn das Sollen zum Müssen wird, dann wirst du unfrei. Und dann schau mal auf diese Liste, welches dieses Müssens oder dieser Müssenspunkte ist von dir selbst gewählt. Also hast du das selbst entschieden, diese Abhängigkeiten. Okay? Und dann ist das kein Sollen, sondern ein Wollen. Das bedeutet, wenn das Müssen eigentlich ein Wollen ist, weil du es entscheidest, weil du Ja gesagt hast und dir es nicht von irgendjemand hast sagen lassen, weil du es für dich tust und nicht, weil irgendjemand sagt, du musst es tun, dann wirst du frei. Das heißt, es gibt trotzdem ein Müssen in deinem Leben. Aber Freiheit hat damit zu tun, dass du es tun willst, dass du dich in diese Abhängigkeiten begeben willst. Und somit ist dieses Müssen eigentlich ein Wollen und somit entsteht Freiheit in dir. Wenn es ein Sollen ist von außen, das also von außen kommt und nicht aus dir innen heraus, dann macht es dich unfrei. Also überprüf mal, bei dieser Liste, die du dir aufschreibst, ist das ein Wollen oder ein Sollen? Und schmeiß die Säulen über die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, Schritt für Schritt raus aus deinem Leben und du wirst sehen, dadurch entsteht echte Freiheit und echtes Glück in deinem Leben. Und dabei wünsche ich dir wirklich viel Erfolg.
und viel Freiheit und viel Glück. Und ich würde mich freuen, wenn du mir in den Kommentaren vielleicht ein Feedback schreibst dazu und vor allem, wenn du dieses Video mit vielen Menschen teilst, die auch auf der Suche nach Freiheit, nach Glück in ihrem Leben sind und dafür dieses Mindset gut gebrauchen können. Teils bitte mit allen Menschen, die du kennst, die davon profitieren können. Ich danke dir dafür und freue mich aufs nächste Video und auf unsere nächste Begegnung. Bis dann. Ciao, ciao.